So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Runde Slay the Spire. Wir werden diesmal wieder als der Eiserne spielen, nachdem wir bei den ersten drei Runs mit dem Eisernen, der Stillen und sogar dem Defekten, bei dem es mir bisher am wenigsten gelang durchzuspielen, haben aber jetzt hier in diesem Let's Play sozusagen mit allen drei beim ersten Versuch den Spire erklommen, also bis zum Ende dritter Akt. Und wir haben jedes Mal am Ende gesehen, so wirklich gutes Ende war es ja irgendwie nicht. Also da war dann so ein komisches Herz und es hat gepocht und wir lagen dann am Ende trotzdem am Boden. Und oben drüber stand dann so Sieg-Fragezeichen. Also, und ein seltsames Tor mit drei Abbildungen, die ganz klar diese drei Hauptcharaktere repräsentieren. Wir werden jetzt mal gucken, was es damit auf sich hat. Und auch hier haben wir noch pro Charakter gewisse Freischaltungen. Da verstecken sich dann Relikte oder Karten dahinter, die dann erst kommen können, wenn man die und die Freischaltung eben erspielt hat. So, also neuer Run, diesmal mit dem Eisernen und wir beginnen. Ich auch gut im Bild. Kurzer Check. Jawohl. Ah, ich bin wieder hier drüben, ja. Dann muss ich gleich mal gucken, wo ich mich hinziehe. Ich will ja auf meine Seite rüber. So, wähle. Farblose Karte, 100 Gold. Ich verliere, erhalte ein zufällig seltenes Relikt oder erhalte ein zufälliges Boss-Relikt. Das Startrelikt vom Eisernen ist halt schon stark. 6 TP nach jedem Kampf geheilt, das summiert sich. Eher ein zufällig seltenes Relikt, die sind halt auch ziemlich stark und haben eben keinen Malus. Also die Boss-Relikte können irgendeinen Nachteil auch drauf haben, der dir das Spiel ganz schön schwierig macht, also kann doof sein. In eine gewisse Art. Die 24 Leben hole ich mir aber wieder zurück, allein durch mein Startrelikt. Ich würde mal das hier nehmen. Spielchip lässt dich beliebig viele Karten abwerfen zu Beginn jedes Kampfes. Okay, das ist ganz praktisch. Wenn ich sehe, zu Beginn eines Kampfes, die und die Karten sind auf der Hand, mag ich nicht, dann kann ich die austauschen im ersten Zug. Findige von euch, die gut aufgepasst haben, haben jetzt vielleicht schon eine Veränderung gemerkt. Es ist was anders. Hier schaut mal, dieser Elite, der brennt. Und ganz oben links haben wir so ein komisches Zeichen. Das ist auch neu. Wir müssen auf jeden Fall zu dem hier rein. Ja, das ist erstmal das Ziel. Man muss es nicht im ersten Akt machen. Man kann es auch im zweiten oder dritten Akt machen. Aber ich versuche eigentlich, den hier, der hier so brennt, im ersten Akt gleich abzufrühstücken quasi. Weil er brennt nur einmal. Also einmal so einen Eliten, der mit diesem Zeichen hier, mit diesen Flammen besiegt, dann ist es in diesem Run erledigt. Und was, werden wir dann sehen. Dadurch, dass der hier auf der rechten Seite ist und ich schaue, wo die Händler sind. Die Händler sind halt ganz unten. Das ist nicht so gut. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Das Lagerfeuer können wir kriegen, wenn wir so gehen. Ja, dann gehen wir so. Wir gehen so durch über den Händler. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Elite klein. Zack, zack. Elite groß und dann hier rein. Okay. Gut, gehen wir hier rein. Ich hätte mal Bock auf so einen Block-Deck-Bild, ja, also so, will sagen, muss mich jetzt hier noch kurz noch drehen, horizontal spiegeln, tada, und so, und ein bisschen kleiner machen, damit man auch die Buffs und Debuffs sieht, so würde ich sagen, dann sieht man auch das Mana, wunderbar. Okay, So, Spielchip ist aktiv. Ich kann mich jetzt für gewisse Karten entscheiden, die auszutauschen. Der Gegner greift für 3 an. Das kann ich easy blocken. Dann tun wir mal die 2 hier weg. Und krieg dafür andere Karten nach. Block einmal. Ja gut, hätten wir gar nicht gebraucht, ne? Der hat ja nur 10 Leben. Der hat ja nur 10 Leben. Warte mal. Da kommen auf jeden Fall 2 Schläge. Das heißt, ich mache das jetzt so, damit der rechte dann verwundbar ist. Ja, ich hätte den linken einfach rausnehmen können, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Gar nicht bedacht. So, jetzt fällt aber der linke... Ja gut. 12 Schaden.
9, dann sind es 21, statt ab 23. Machen wir so. Ah, jetzt spiele ich das gerade ein bisschen wacky. Den linken hätten wir vorher schon, wie gesagt, rausnehmen können. Mit 10 Leben, 2 Schläge und hin. Habe ich jetzt nicht bedacht. Passt das jetzt hier so? Ja, das sieht man, oder? Nach unten gehe? Nee. Passt. So, jetzt machen wir aber den Fehler von vor... aber 4, 8, 12. Okay. Geht trotzdem. Wir waren jetzt gerade noch schwach. Jetzt macht uns wieder gebrechlich, aber ich werde jetzt hier durchschlagen. Genau. Durchschlagen. 1, 2, 3. Und wir kriegen 6 Leben zurück. So. Halt deine Karte. Kinnhaken. Ist gut. Kinnhaken ist gut. Guter Schaden macht schwach und verwundbar. Ja, Moment. Fragezeichen. Oh, was kriegen wir hier? Ach, die drei Gesichter hier. Als du in einer Sackgasse erreichst. Ich denke mal, die Story ist jetzt nicht so das Entscheidende. Ich habe mich jetzt entschieden, nach den ersten drei normalen Runs, also was heißt normal? Nach den ersten drei Runs habe ich ein bisschen was vorgelesen. Jetzt gehe ich hier einfach durch und wir schauen uns an, was es hier gibt. Eine Karte verbessern. Die hier ist halt verbessert, schon gut verbessert. Das wäre eine sichere Sache. Auf der anderen Seite kann ich mir auch einfach einen Schlag nehmen und den transformieren, um zu gucken, was kommt. Ich glaube, ich transformiere einfach mal einen Schlag. Teuflische Klinge. Nimm einen zufälligen... Was? Nimm einen zufälligen Angriff auf die Hand. Dieser kostet für diesen Zug 0. Okay. Eine Karte, die erschöpft wird. Der Eiserne hat auch so Erschöpfungsmechaniken, die ich bisher immer umgangen bin. Fand ich immer irgendwie komisch. So, was kriegen wir denn hier? Die Hämokinese als 0. Okay. Ich mach mal 1, 2 und den Schaden. Beende den Zug. Hätte ich ihm jetzt den Kinnhaken verpasst, dann... hätte ich keinen Block mehr ziehen können. So tun wir ihn mal zweimal verwundbar machen, ziehen einen Block. Und schauen jetzt hier... Ich kann ihn einmal schwach machen. Und einmal verteidigen. Dann kommen jetzt 3 Schaden durch. So. Und jetzt fällt er tot um. Genau. Zack. So, wir kriegen einen Flinkheitstrank und... Aufrüsten finde ich halt ganz cool. Spalten ist auch ganz praktisch gegen viele. Ich glaube, ich nehme das Spalten mit. Wir haben vorher eine Angriffskarte bekommen, ne? Und hier auch. Dann werden wir ziemlich offensiv. Aber gegen viele Kleine ist das halt echt praktisch. Wir gehen mal in den Shop rein. Wir haben nicht viel Geld. Schwefel ist halt coole Karte, ne? Cooles Relikt. Leider fehlt mir mein Geld ein bisschen. Entwaffnen ist gut, nehme ich mit. Die Schwäche nehme ich auch mit. Ja. Die Schwäche nehme ich auch mit. 2 schwach. Für 2 Runden. Denn das Ding ist, was ich mir jetzt gerade denke, ich bin jetzt ziemlich offensiv unterwegs. Wenn man... wenn man mit Schwäche arbeitet, drückt man dem Gegner Schaden rein. Er ist schwach und du verringerst da doch auch ein bisschen den Schaden, den du kassierst. Und greifst aber dafür gleichzeitig auch an. Also der Gegner fällt dann um. Du nimmst zwar auch ein bisschen Schaden, allerdings hat ja der Eiserne gewisse Heilungsmechaniken. Ich schaue das immer wieder, ob das hier so passt. So.
Gut, und dann können wir jetzt hier 19 Schaden reindrücken. 9, 18. Ja gut. Bleibt ja locker. So, wunderbar. Wieder 6 Leben geheilt. Kräfte bündeln. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriff und halte 5 Block für jede. Das ist halt so eine Sache, das kann halt super cool sein. Mit gewissen Status und Flüchen und so weiter, ne? Erschöpfe alle Handkarten außer Angriff. Das ist halt krass. Nehmen wir jetzt mal mit. Wir probieren jetzt mal so eine Erschöpfungsmechanik. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Außerdem habe ich ja einige Angriffskarten in der Hand. So. Was ist das? Dann kostet es 0, ne? Ja. Und hier ist es dann für 2 Runden. Kommt für 2 Runden. So, Fragezeichen. Klebrigen Schreim. Gold nehmen wir mit. So, und jetzt gehen wir ans Lagerfeuer. Und jetzt, warte ich mal ganz kurz, seht ihr hier, erinnern, steht jetzt hier. So ein rotes Teil. Erhalte den Rubinschlüssel. Irgendwann mal in diesem Run müssen wir an einem Lagerfeuer hier drauf drücken, wenn wir hinter den dritten Akt gucken wollen. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, und das mache ich jetzt an der Stelle, füllt sich es oben links. Jetzt haben wir ein Drittel von diesem Ding gesammelt. Und wir können fortfahren. Es offenbart sich langsam die wahre Geschichte hier. Selbstformender Ton. Immer wenn du im Kampf TP verlierst, erhalte im nächsten Zug 3 Block. Oder den Saphir-Schlüssel, das sind wir beim nächsten Schlüssel, ne? Immer wenn du im Kampf TP verlierst, hier heißt es nicht durch Angriffe oder Karten, oder ist keine Bedingung, ich muss TP verlieren. Und der Eiserne hat Karten, bei denen du TP verlierst. So, jetzt haben wir hier den Gremling-Dude. Den machen wir erstmal verwundbar und drücken hier rein. Er wird jetzt zornig, wütend, wie auch immer. Zornig, ja, er zürnt. Und wir müssen auf ihn Schaden machen. Nämlich zum Beispiel mit Prügeln. 4×2, das ist doch gut. Zack, 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 zack. Dann können wir noch spalten und zuschlagen. Immer wenn wir eine Fertigkeitskarte ausspielen, und das sind die ganzen defensiven Karten, dann wird er stärker. Jetzt schwächen wir ihn erstmal. Entwaffnen bringt nichts. Block. Ich kann hier das hier jetzt machen. Dann kriege ich 10 Block spendiert. Er ist danach noch eine Runde. Oh, da kommt viel Angriff. Ja. Erschöpfe 2 Karten. Krieg 10 Block dafür. Da ist die Rechnung ein bisschen besser. So. Und jetzt baue ich drauf, dass ich ihn klein krieg. 12. 18. Wäre auch mit der anderen gegangen. So. Immer wenn ein Gegner stirbt, erhalte Mana und ziehe eine Karte. Das ist cool. So, hier. Nimm 2 Wunden auf die Hand, erhalte 15 Block. Das ist so eine Karte, die passt super. Immer wenn du durch eine Karte TP verlierst, erhalte 1 Stärke. Okay, ich nehme aber jetzt erstmal durchkämpfen, weil diese Wunden sind auch keine Angriffskarten. Das heißt, die können mit meinem Kräftebündeln mir ordentlich Block verleihen. Ja? So, ich gehe jetzt rechts rum, damit ich 2 Fragezeichen kriege und nicht nur 1. Weil hier zum Beispiel ein Händler drin ist. Wunderbar. Ah, das Kissen. So, schauen wir mal oben. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriffen für 16 Schaden zu. Das ist auch so eine Mechanik, dass man dann die Karten erschöpft, die keine Angriffe sind. Zum Beispiel Wundkarten, auch Flüche. Oder ich entferne einfach eine Karte. Hier ist maximal TP. Maximal TP. Ich glaube, das ist jetzt das Praktischste, oder? Durchkämpfen. Da, da, da.
Der Eiserne hat eine Karte, dass der Block nicht mehr verloren geht. Ja, ich glaube, ich gehe hier. Aber dann habe ich ziemlich teure Karten tatsächlich. Lauter Zweierkarten. 1, 2, 3. Wenn ich die jetzt 4 Zweierkarten. Nehme ich die Metallschicht mit? Das ist eigentlich ein sehr billiger Blockproduzent dann. Er hast demnächst zu 3 Block und hier nochmal 3 Block. Und wenn das schon mal 6 Block automatisch. Machen wir es so. So. Kleiner Gegner. Ah, viele kleine. Das da ist mein hier Dingens hier gut. Das hier spalten gegen alle Gegner 8. Nimm 2 Wunden auf die Hand, erhält der Block und erschöpfe dann die Karten. Das brauche ich. Tu mal die weg und die auch weg. Und die auch weg in der Hoffnung, dass Spalten kommt. Ah, da ist Spalten, okay. Dann 15 Block. Ja, ich verliere jetzt meine Metallschicht. Das ist zu wertvoll. Und erschöpfe alle Handkarten außer Angriff. Erhalte 5 Block für jeden. Zack, zack, zack. Sind die weg? 30 Block, einfach mal so. Ja, die Wunden sind auch aufgelöst. So. Das Blöde ist jetzt tatsächlich, dass ich für einen hier 2 Mana zahlen muss. Ich ziehe mal 3 Karten. Flammender Hieb. Nehmen wir mal den hier raus, weil der noch am meisten Leben hat auch. Ah, ach ja, immer wenn einer stirbt, kriege ich... Ah, ja klar, ja klar, dann machen wir das. Stirb. Mhm. Stirb. Und gib mir ganz viel Block. Sollte reichen. Einfach weil es kann. So, und tschüss. Und ein bisschen Leben. Gut. Schauen wir, was wir hier haben. Fertigkeiten kosten 0. Immer wenn du eine Fertigkeit ausspielst, erschöpfe sie. Hm, das ist auch eine Fertigkeit. Naja. Mache ich dann lieber nicht. Nimm einen Benommen. Benommen lassen sich dadurch auch. Ja, nimm mal, oder? Fertigkeiten kosten 0. Immer wenn du eine Fertigkeit ausspielst, erschöpfe sie. Zu dieser Karte bräuchte man halt noch. Irgendeine Mechanik, dass du bei erschöpften Karten auch wieder was nachziehst. Weil sonst kann ich halt gewisse nicht so... Ich nehme den gewagten Ansturm, einfach für die benommen Karte. Ups, ich wollte ja ins Fragezeichen gehen. Naja, dann machen wir die drei Herrschaften hier. Nieder... Die greifen jetzt so an, der und der bringt mir jetzt gerade nicht so viel... Ich werde eh Spalten ziehen. Perfekt, um alle drei hier zu proppen. Die zusammenrollen. Fertig. So, mit 3 kleinen Schlägen oder so sollte das fertig sein hier. Ja. Ach, ich habe ja mein Gremlinghorn, wie gesagt. Zack, 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 zack. Ja, wunderbar. Und ich krieg... Wende einen Schwach auf alle Gegner an. Flammender Hieb kann beliebig oft verbessert werden. Füge alle Gegnern 4 Schaden zu. Wende einen Verwundbar an. Das Verwundbar wird nicht erhöht. Wende 2 Schwach auf alle Gegner an. Ne, dann nehme ich jetzt mal nichts mit. Und gehen hier zu diesem Boss hier. Die 3. Und jetzt seht ihr gleich hier, maximale TP erhöht.
Das sind nämlich die normalen Elite-Gegner mit irgendeiner Verstärkung, zum Beispiel hier mit mehr Leben. Ja, und was uns das bringt, werden wir jetzt gleich sehen. Wir machen mal eine Verteidigung weg, so die kann ich nämlich gar nicht verteidigen. Jawohl, das bringt mir jetzt gerade noch nicht so viel, nur ein bisschen Schaden, weil die haben alle Artefakte drauf. Ich ziehe mal das hier und das hier. Oh, Endokinese. Das ziehen wir mal auf den rechten. So, und ziehen das hier für 15 Block. Jawohl. Der Block reicht. Hier kann ich mir dann noch eine kostenlose Fertigkeitskarte spendieren. Da ist der Kinnhaken. Den Kinnhaken. Das erstgenannte wird zuerst ausgelöst. Das heißt, die zwei schwach gehen nicht durch. Die zwei verwundbar gehen aber durch. Genau. So, dann ziehen wir noch eine Fertigkeitskarte. Die hier, weil sie uns am meisten Block verschafft. So, dann sind wir dabei 18. Also es reicht schon. Dann können wir ihn noch angreifen für 9. Und fertig. Wunderbar. Und jetzt nimmt jeder, der mich angreift, auch noch 4 Schaden durch den Flammenball hier. Ist jetzt immer noch bei 0? Nee. Sodala, der rechte fällt dann jetzt um. Ja, zack. Dann können wir noch... Was machen wir jetzt noch? Erschöpfe alle Handkarten. Gib mir 5 Block. Das ist kein Debuff. Glaube ich. Weil das wehrt nur Debuffs ab. Aber ich nehme mir Stärke weg. Na doch! Das ist doch ein Debuff. Ah, verdammte Axt. Dann gönne ich mir mal... Nee, gönne ich nicht. Der macht 9 Schaden. Ich kriege hier 5 Block. Und ich mache hier mit der Verwundbarkeit drauf. Genau. Hab dann jetzt 8 Block und krieg nur 1 Schaden reingedrückt. Das war eigentlich ganz gut. So. Passt. Ein bisschen. So. Okay, jetzt haben wir hier Mords benommen und Wunde auf der Hand. Können hier leider sonst nichts gegen tun. Hier nur ordentlich den Schaden reindrücken. Die zwei benommen Karten verschwinden jetzt. Ah ja, wir haben 6 Block. Ah. Durch den selbstformenden Ton ordentlich Block auch geschenkt bekommen. Und die Metallschicht passt auch gut dazu. Ja, das ist schon nice. Hier 12 Block. Und fertig. Nimmt jeder von den zwei Hanseln 4 Schaden, wenn er mich angreift. Der rechte kriegt 4 Schaden. Jetzt können wir beide für 8 angreifen. Kriegen eine Karte nachgezogen. Können ihn angreifen, nochmal angreifen und verteidigen. Plus 30. 8. Kriegen wieder 3 Block geschenkt. Also diese ganze Automatik-Block-Aktion hier, ne? Wir können ihn niederreißen und jetzt zum Beispiel diese dämlichen Karten hier uns einfach mal 15 Block verschaffen. Das heißt, ich will Kackkarten in der Hand haben, ja? Vielleicht eine zweite von ihr hier haben, Kräfte bündeln. Weißt, also ich fühle mich da jetzt selber ein bisschen rein. Ich habe noch nie mit so einem Erschöpfungsdeck gespielt, ja. So, jetzt können wir hier... Wenn ich das mache, fällt er nicht tot um. Das ist mehr Schaden, macht ihn auch schwach. So. Und durchkämpfen, zack, und fertig. Dann haben wir den Block auch hier hoch genug, dass ja nichts durchkommt. Und können ihn jetzt hier... umhauen. Wir kriegen jetzt hier Kartenentfernungsdienst, kostet jetzt immer 50 Gold. Und hier haben wir jetzt den Smaragdschlüssel. Das ist der dritte Schlüssel praktisch, den wir kriegen. Zack, es ist da oben drin. Und nur der blaue fehlt jetzt. Und den blauen kriegen wir bei irgendeiner Truhe, also normalen Truhen,
dann zwischen dem Relikt zu entscheiden. Da haben wir den Ton genommen. Oder den Schlüssel. Das Schlüsselteil. Ja. Farbloser Trank, erhalte eine Karte. Wieder mit Erschöpfung. Lassen wir mal weg. Gefällt mir jetzt nicht so toll. So, und hier seht ihr, ist jetzt der rote Schlüsselteil ist jetzt hier weg, weil wir haben ihn ja schon genommen. Wir müssen praktisch jetzt diese drei Schlüsselteile uns holen, damit dann am Ende vom dritten Akt es weitergeht, praktisch, ja. Genau. So, und jetzt können wir wieder hier normal machen. Wir gehen mal rein ins Schmieden. 50 Leben reicht mir eigentlich völlig. Ich kann jetzt hier... Da wird nur der Schaden erhöht, genau. Hier kriege ich ordentlich Block. Ich nehme die Kräftebündel, nehme ich mal nach oben. Dann hoffe ich, dass wir später dann noch irgendeine Mechanik kriegen, um bei erschöpften Karten da auch was zurückzubekommen. Ich kann jetzt eher schon mal ganz gut angreifen. Eine zufällige Farblose. Erhalte 30 Block. Füge allen Gegnern 8 Schaden zu. Ja, das nehme ich. So, weil er gerade verwundbar ist auch. Der Schleim ist der, würde ich sagen, einfachste erste Aktgegner. Er macht in der ersten Runde eigentlich gar nichts, schleimt mich ein bisschen voll. Jetzt ist er irgendwie verwirrt. Und dann greift er ordentlich an. So. Immer wenn beim Schleim 50% der Lebenspunkte abgezogen sind, teilt er sich. Das heißt, wir müssen jetzt auf 70 Lebenspunkte oder weniger kommen, dass er sich teilt. Und das werden wir jetzt hier schaffen. So, jetzt ist der Angriff unterbrochen. Der Angriff wäre nicht wenig gewesen. Ich nehme die Metallschicht. Die beiden, wenn sie zusammenkommen, sind echt gut durch Kämpfen, Kräfte bündeln. Weil ich da ordentlich Block kriege und 2 Wunden auf die Hand, was mir nochmal mehr Block gibt. So, jetzt haben wir hier 2 Schleime. Und diese Schleime teilen sich nochmal auf. Ja. Ich nehme auf den rechten Kinnhaken heißt es. Niederreißen ist das hier. Nur mit schwach. Kinnhaken ist aber praktisch 13 Schaden und das macht 12 Schaden. Kostet aber das gleiche. Die ist halt so viel besser. Aber die ist auch schon verbessert, also. Ein Block nehmen wir uns noch zur Hilfe. Kriegen 8 Block, nur 4 Schaden reingedrückt. Guter Deal. So, kriegen 6 Block spendiert, brauchen wir aber nicht. Ah, schaut her, jetzt können wir hier erschöpfe alle Handkarten außer Angriff. Wir nehmen jetzt die 2 Wunden und machen das hier. Tun die Wunden weg und die Schleimkarten sind auch weg. Woo! Und wir hätten jetzt 37 Block gehabt, trotz gebrechlich. Jetzt brauche ich nur noch die Karte, dass mein Block nicht versiegt. Und dass ich mit meinem Block auch Schaden machen kann. Das gibt's nämlich auch. Aua! Aua! Sag mal. Boah, greift der für 16 an. Hallo, Dri. Jetzt trinke ich doch mal diesen Trank, dass ich hier auf ein bisschen Block komme. Greife ihn hier mit der Bandtoben. Füge 9 Schaden zu. Das könnte halt auch noch den Popo retten. Ich brauche 34. Da komme ich sowieso hin. Dass der rechte sich aufteilt. Machen wir jetzt mal. Und machen den auch nochmal. So. 16 Block, das ist perfekt. Und der rechte wird sich jetzt aufteilen in 2 ganz kleine Schleime mit jeweils 22 Leben. Ja. Werde jetzt einen von den rechten beiden fokussen. So. Und die Kräfte bündeln. Und den Zug beenden.
und ziemlich genau geblockt. Der mittlere Kleine wird jetzt umfallen, ist auch der einzige, der angreift. Das ist gut. Nehmen wir mal... Ah, das passt perfekt. So, krieg einen dazu, nimm zwei Wunden auf die Hand. Machen wir es nicht unbedingt. Ich mache jetzt mal den hier mit Schwäche und den hier mit Benommen und den hier mit Zack. Jawohl. Und dann erschöpfe ich noch einen Schleim. Gut. Haben wir nur noch ihn hier. Der mich ständig gebrechlich macht. Kriege ich ihn runter? 18 Schaden? Das ist schon nicht wenig. So? Nee, reicht nicht. 16. Ach, 18 Schaden, meine Karte. 16 eher. Schleimt mich wieder voll. Muss auch bei ihm auf 34 kommen. Kriege ich locker hin. So. Er teilt sich auf zwei kleine. Der rechte greift an. Den rechten macht er mir schwach. Und machen ihn ganz hin. Kriegen eine Karte nachgezogen. Machen einen Schleim weg. Ja, gut machbar. Unser Deck ist ja noch nicht so stark, ja. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Beziehungsweise gewisse Karten irgendwie... Ich habe das Gefühl, es fehlt noch was, ja. Also wie hier zum Beispiel. Dein Block verfällt nicht mehr zu Beginn deines Zuges. Wird dann auf 2 Mana reduziert. Wenn ich mit dieser Karte hier Kräfte bündeln, ordentlich Blockbe verschaffe, mit Metallschicht stets und ständig Block generiere, hier 15 Block kriege, was nicht wenig ist. Und dann dieser Block, den ich vielleicht in einem Zug ziemlich anschwellen lasse. Ja, in einem Zug jetzt hier hatte ich, glaube ich, irgendwas über 30 Block oder im Kampf davor irgendwas mit 34 Block oder so. Und dann kannst du das halt mit dieser Macht permanent machen, praktisch. Ja, also... Nehme ich auf jeden Fall. Berserker ist zwar auch cool, dann hast du mehr Mana und Doppeltreffer, dein nächster Angriff in diesem Zug wird zweimal gespielt. Aber ich gehe auf die Barrikade, weil ich doch diese Erschöpfungsblockmechaniken habe, um da dann meine Stärke draus zu ziehen. Und dazu bekommen wir, immer wenn du TP verlierst, ziehe eine Karte. Erhalte in deinem Zug Mana, du kannst nicht mehr ausruhen, das werde ich wohl nehmen. Und Fluch nehme ich auf die... Wobei, warte. Flüche, ne? Flüche sind potenziell für mich auch Block. Weil sie sind ja keine Angriffskarten. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriffen und erhalte 7 Block für jeden. Dann kann ich mich im schlimmsten Fall doch mal ausruhen. Ich nehme die hier. Ja, ich nehme die hier. Ja gut, okay. Erster Akt gut gelaufen. Bin eigentlich jetzt ganz zufrieden, vor allem weil wir die Barrikade bekommen haben. Hier, das Block nicht mehr verfällt. Mal schauen, wohin uns noch die Reise führt. Hier ist noch ein bisschen all over the place irgendwie. Durchkämpfen gibt uns ordentlich Block und eben 2 Wunden auf die Hand, wovon Kräftebündeln wieder profitiert. Die kleinen Verteidigungskarten verschwinden dadurch auch, ja, also es ist nochmal ein Vorteil, ja. Im ersten Moment habe ich mir immer gedacht, hä, ist ja sau doof, deine ganzen Fertigkeiten sind ja dann weg. Aber, gewisse musst du halt dann zuerst ziehen, beziehungsweise die Wunden oder hier, wo ist sie, da, gewagter Ansturm, benommen, werden ja dann neue kreiert, und dann sogar, dass dein Block gar nicht mehr verfällt. Mit unserem selbstformenden Ton kriegen wir automatisch Block und mit meiner Machtkarte Metallschicht kriegen wir auch automatisch Block. Mal schauen, wie weit uns noch treibt mit diesem Deck. Bin gespannt. Hab den Eisernen so auf jeden Fall noch nie gespielt. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und Kommentar. Ja, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr wollt, in der nächsten Folge schauen wir, ob wir im zweiten Akt auch so relativ easy durchkommen wie hier beim ersten. Bis dann!